Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von siu.de, deinem Smart-Home-Blog. In diesem Video-Tutorial möchten wir dir zeigen, wie einfach es ist, mit Hilfe des Woo Wifi-Moduls den iRobot Roomba mit dem WLAN zu verbinden und ihn auf diesem Weg letztendlich auch in das Smart-Home zu bringen. Für die Installation muss die Abdeckplatte des Roomba gelöst werden. Dazu zunächst den Staubbehälter entfernen und mit etwas Kraft die aufgeklipste Faceplate herunternehmen. Unter der Abdeckplatte befindet sich der Serial Port. Dieser ist in der Regel nur dafür da, damit der Servicetechniker sich mit seinem Diagnosegerät aufstecken kann. Wir nutzen diesen Port, um das Woo Wifi-Modul auf ihm zu installieren. Auch dieses Modul verfügt über die 7 Pins und wird einfach auf den Roomba über diesen Port aufgesteckt. Er hält darüber auch seine Betriebsspannung und bildet dann im WLAN eine API zu unserem Roomba-Modell. Bereits nach dem Aufstecken ist das Woo Wifi-Modell einsatzbereit. Es muss nicht eingeschalten werden oder ähnliches, es zieht die Betriebsspannung direkt aus dem Roomba-Akku. Eine kleine LED signalisiert uns den Zustand. Blinkt sie in einem Sekundentakt hintereinander, ist das Modul konfigurationsbereit. Auf dem PC oder Notebook können wir uns nun mit dem WLAN des Woo Wifi-Moduls verbinden. Dieses eröffnet ähnlich eines WLAN-Hotspots oder eines Access-Points ein eigenes WLAN. Sind wir mit diesem verbunden, können wir über einen Browser die IP-Adresse des Moduls eingeben. Bereits auf der Startseite des Woo Wifi-Moduls sehen wir allerhand Informationen über den Zustand unseres Staubsaugers, angefangen von der maximalen Ladekapazität des Akkus bis hin zu dessen Temperatur und aktuelle Ladeart. Damit das Modul nun in unser eigenes WLAN kommt, wechseln wir links auf den Menüpunkt Setup Wi-Fi Configuration. Als erstes entfernst du den Haken der Checkbox Self Wi-Fi Network. Damit eröffnet das Woo Wifi-Modul kein eigenes WLAN mehr und fungiert nicht mehr als Hotspot, sondern als Client. Als nächstes benötigst du den Namen, also die SSID deines eigenen WLAN-Netzwerks. Diesen trägst du natürlich in das Feld SSID ein. In das Feld KeyType prüfe, ob dein WLAN WPA oder WPA2 verschlüsselt ist und wähle entsprechendes im Dropdown aus. Bei Key kommt natürlich das Passwort, also der Schlüssel zu deinem WLAN hinein, damit sich das Woo Wifi-Modul später mit deinem WLAN korrekt verbinden kann. Soll das WLAN-Modul später eine IP-Adresse automatisch von deinem Router zugewiesen bekommen, so aktiviere die Checkbox bei DHCP on. Damit bekommt es später eine dynamische IP-Adresse von deinem Router. Möchtest du eine feste IP-Adresse vergeben, so lasse die Checkbox weg und fülle alle Informationen für IP-Adresse, Gateway, also die IP-Adresse deines Routers, die Netzwerkmaske, DNS 1 und 2, was in der Regel die IP-Adresse deines Routers ist, in die Felder unten aus. Danach klicke auf Save and Reboot, damit werden die Einstellungen auf dem Woo Wifi-Modul gespeichert. Du wirst gleich nochmal eine Zusammenfassung per Checkbox sehen, um die Informationen zu bestätigen. Und das Ganze dauert jetzt etwa 2 Minuten, bis das Modul neu bootet und sich mit deinem WLAN verbindet. Der iRobot Roomba Staubsauger befindet sich nun in unserem heimischen WLAN-Netzwerk und auch der PC bzw. unser Notebook haben wir wieder mit unserem eigenen WLAN verbunden. Nun müssen wir erstmal nachschauen, welche IP-Adresse wir bekommen haben, denn wir hatten ja DHCP auf eingeschalten, das heißt, der Router hat uns eine dynamische IP-Adresse zugewiesen. Dazu gehe ich auf die Oberfläche meines Routers, in diesem Fall die Fritzbox, und schaue nach in der DHCP-Liste, welche IP-Adresse dem Roomba-Modul zugewiesen wurde. In dem Beispiel der Fritzbox findest du dies im linken Menü unter dem Menüpunkt Heimnetz. Hier sehen Sie wieder das Woo Wifi-Modul mit dem Gerätenamen Roomba. Den Namen kannst du übrigens auch in der Konfigurationsmaske des Woo Wifis individuell vergeben. Wir kopieren uns hier die IP-Adresse heraus, denn diese brauchen wir später, um wieder auf die Konfigurationsoberfläche zu kommen und erstmal nun, um in der App eine Verbindung mit dem Roomba-Staubsauger herzustellen. In der Woo Wifi-App klicke auf den kleinen Button Config. In der sich nun öffnenden Konfigurationsmaske kannst du die Roomba Wi-Fi Remote IP eingeben, die wir ja eben auf unserer Fritzbox bzw. auf deinem Router ablesen konnten. Trage sie ein, klicke auf Save App Config und kehre zurück zum Driver Mode. Zurück im Drivers Mode sehen wir, dass sich die Anzeige nicht wirklich wesentlich geändert hat. Oben rechts der Status steht weiter auf Off und wir sehen auch keinen Batteriestatus. Das liegt daran, dass wir die App erstmal mit dem Woo Wifi Modul verbinden müssen. Das heißt, den Drivers Mode aktivieren. Das geschieht unten rechts über den kleinen Schieberegler, den wir von links nach rechts auf On stellen müssen. Nun wechselt auch oben unsere Anzeige von Off auf On. Und wir können Roomba
jetzt per Remote fernsteuern. Um Roomba nach links oder rechts zu lenken, kannst du das Smartphone einfach nach links oder rechts neigen. Die App erkennt anhand der Neigung des Smartphones, in welche Richtung du Roomba navigieren möchtest. Damit Roomba Vorschub bekommt, drücke rechts auf den Button Front und er wird nach vorn fahren. Und soll er rückwärts fahren, drücke links auf den Button Rear. Natürlich stehen in der App auch alle Kommandos zur Verfügung, welche du am Gerät selbst per Tastendruck auslösen kannst. Also Dock, Spot und Lean. Also, los geht's zur ersten Probefahrt. Das war unser Video-Tutorial zu dem Wi-Fi. Wenn du nun wissen möchtest, wie du den Roomba in ein Smart Home integrierst, schau unter diesem Video. Wir werden den Beitrag verlinken, in welchem wir dir anhand des Beispiels des Fibaro Home Centers erklären, wie die API des Wi-Fi zu nutzen ist. Im nächsten Video-Tutorial möchten wir dir die Alternative zum Wi-Fi, den Syncing Cleaner, vorstellen. Also, bleib dran, abonniere am besten unseren Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Oder folge uns auf Facebook, Twitter, Pinterest und allen anderen sozialen Kanälen. Komm einfach mal vorbei auf www.sio.de.